So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen The Last Faith, ein Souls-like, Metroidvania-artiges Spiel. So wie ich gesehen habe, ist so ein 2D-Souls-like aller... Aber womit lässt sich es am besten vergleichen? Vielleicht Sword and Sanctuary? Hat so ein bisschen Bloodborne-artige Züge rein vom Grafikstil her. Ich habe mir noch nicht viel angeguckt. Ich habe nur die Screenshots gesehen, habe mir die Beschreibung kurz durchgelesen und dachte mir, ja, das ist doch was, was mir gefallen könnte. Wird ein Let's Play, Freunde, was wahrscheinlich uns länger begleiten wird, denn ihr wisst, ist ein Souls-like, bedeutet, könnte sehr schwer werden. Und das Intro hier gerade ist mega laut. Ich gehe mal noch eins runter mit der Lautstärke. Auf 7. Wir gucken dann mal, ob das im Spiel auch so ist. Ja, Freunde, wir starten einfach rein. Wir gucken einfach mal, was uns erwartet. Oh, wir können direkt mal eine Klasse auswählen. Scharfschütze, Sterngucker. Okay, das ist ja mal eine komische Klassenbezeichnung. Schurke und Schläger. Ich merke gerade, dass ich in der Facecam verdammt blass rüberkomme. Ich muss hier, glaube ich, noch ein bisschen... in die Kamera noch ein bisschen mehr Wärme reinbringen, weil ich habe jetzt ziemlich kaltes Licht gerade an. Was ja für den Greenscreen somit das Beste ist, aber irgendwie wirkt die Kamera anders als früher. Irgendwie, oder ich bin blass. Kann natürlich auch sein. Ich bin ein bisschen am Überlegen, Freunde. Hier kann man die Attribute vergleichen. Okay, wir haben Stärke, Geschicklichkeit, Geist und... Na, Scharfschütze ist so ein bisschen Instinkt mehr da. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich die Klassen unterscheiden, außer von den... Werten her. Ihr wisst ja, wer mir früher bei den Souls-Likes, die ich gespielt habe, oder bei Dark Souls an sich, zugeguckt hat, ich spiele ja gerne Stärke-Charaktere. Ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht in diesem Spiel mal anders vorgehen. Ich glaube, ich nehme mal den Schurken. Ich glaube, wir machen mal einen Geschicklichkeitschar, oder? Guck mal, der hat 10 Vitalität, bisschen weniger, dafür mehr Geschicklichkeit und mehr Geist. Ah, Stärke. Stärke ist ja schon so meins. Reiner physischer Schaden. Wir haben direkt mehr Vitalität. Und ich glaube, ich nehme wieder einen Schläger. Es tut mir leid. Ich bin einfach ein Stärke-Schauspieler. Warum sollte ich das auch ändern? Ich habe sogar bei Elden Ring, wo es ja nur wirklich mit, wo das Spiel zumindest rauskam. Ich bin schon ruhig. The old ways are diminished. Only corruption. And deception remain. But one rises above all others, falsely claiming salvation. They gather disciples to take all for themselves. And those who defy this deity suffer. They become servants to pain. Imprisoned in solitude, barely existing. Yet only those who have been chosen possess the gift to reclaim what has been taken by the unworthy keeper. Only they can commit to such a burden. If they are able, their pledge shall be rewarded. With salvation. Okay. Wieder so ein halb kryptisches, bisschen surreales Intro. Also nicht sehr surreal, aber es wirft wieder viele Fragen auf zur Welt. Oh, das sieht natürlich sehr nach Castlevania ein bisschen aus, ne? Das mag ich ja schon mal total. Mir kommt das Spiel immer noch ein bisschen zu laut vor. Ja, wir machen es mal noch ein bisschen leiser. So. Weil ich sehe das hier am Lautstärkepegel. Der war unnormal laut einfach. Das ist schon krass, wie laut das Spiel ist. Gut. Also Freunde, Souls-like. Wir sind ein Stärkecharakter.
haben eine Axt. Gucken uns hier erstmal in Ruhe um. Das erste ist natürlich immer die Steuerung. Okay, ich hoffe, die sind, die kann man wieder refillen, die. Ich nenne es jetzt einfach mal Estus-Flakons. Okay. Schauen wir uns mal um. Tagebuch eines Häftlings. Mein Herz ist schwer. Im Gegensatz zu den wenigen habe ich keine Wahl bei dem, was ich werde. Etwas übernimmt die Macht, und zwar schnell. Die Versprechen, die unser Leben jahrelang belastet haben, müssen unwiderruflich gebrochen werden. Das Herz des Nykrux wollte uns alle erlösen. Da das Spiel so ein bisschen Castlevania, Metroidvania-artig sein wird, so wie ich es gelesen habe, wird es auch wieder jede Menge Backtracking geben. Eine Sache mache ich mal noch. Ich schiebe mich mal in die Ecke, damit ihr auch unten die Items seht. Sonst macht das ja keinen Sinn. So, das ist Schlagen, das ist Ausweichen. Okay. Gut. Wir kommen rein, Freunde. Wir kommen langsam rein. Drücken Sie Viereck, um anzugreifen. Oh, man kann sogar gedrückt halten. Das spielt sich sehr gut, Freunde. Das spielt sich sehr, sehr angenehm. Das merkt man direkt. Die Steuerung ist sehr direkt. Nice. Das gefällt mir. Drücken Sie Kreis, um rückwärts auszuweichen. Drücken Sie Kreis, während Sie sich bewegen, um eine Hechtrolle zu machen. Ach so, kann man... Das wirkt ja richtig... Gerade mit diesem Schatten, der mitgeht. Also wenn das nicht Castlevania-artig ist... Kann man hier so einen Walljump machen? Nee, noch nicht. Wir werden sicherlich... Die Spiele sind immer gleich aufgebaut. Es wird wieder mehrere Fähigkeiten geben, die wir langsam lernen, um in anderen Bereichen im Spiel vorankommen zu können. Aber blocken... Oh, jetzt habe ich wieder Energie genommen. Blocken scheinen wir nicht zu können. Das ist hart. Es scheint kein Block-Move zu geben. Ich weiß nicht, ob wir später in die linke Hand noch ein Schild nehmen können. Aber erstmal scheint es so, dass wir uns hier nur mit einer Ausweichrolle begnügen müssen. Mit einem Schlüssel verschlossen. Okay, das kann ich wohl nicht einfach... Ah doch, okay. Heilinjektion. Oh nein! Die füllen sich wohl nicht wieder auf. Die müssen wir finden, oder was? So wie die Blutfiolen in Bloodborne. Da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Aber ich mag schon wieder den Stil. Ich mag den Grafikstil. Dieses extrem düstere. Das habe ich auch an Bloodborne so geliebt. Und ich bin zurzeit großer Fan dieser 2D-Pixel-Optik. Okay, krasser Typ. Ah, und Vasen kaputt machen. Darf in keinem Souls-like fehlen. So, und ich sage euch voraus, Freunde, dieser Sessel ist unser Bonfire. Kontrollpunkt, jawohl. Kapellennische. Und man kann direkt traveln, das ist sehr gut. Ja, man merkt schon, ne, diese ganze Souls-Thematik, die überrascht einen mittlerweile nicht mehr. Ich habe schon so viele Souls-artige Games gezockt. Mittlerweile weiß ich die Grundzüge schon ein bisschen voraus, aber jedes Souls-like hat ja immer noch so ein bisschen seinen eigenen Kniff. Mal sehen, was das hier in dem Spiel ist. Drücken Sie R1 plus Viereck, um die Waffenfertigkeit der ausgerüsteten Waffe der rechten Hand einzusetzen. Nutzen Sie sie weise, denn dies verbraucht Fokus. Okay. Das ist so eine Sprungattacke. Können wir uns die Waffe mal ansehen? Einzigartige Kunst. Führen Sie einen Sprungangriff aus? Okay, jede Waffe hat sozusagen eine eigene Fähigkeit. Blauer Emolymph-Splitter. Ah, wieder kryptische Items lesen. Genauso mag ich das. Dadurch wird der verbrauchte Fokus wiederhergestellt. Okay.
gibt noch mehr Möglichkeiten als nur unsere Kontrollpunkte, um hier wieder Dinge aufzuladen. Finde ich nice. Ah, hier könnte ich so ein Dash in der Luft gebrauchen, ne? Das wäre ganz nützlich. So, eine Map haben wir ja auch schon, oder? Kann man die auch irgendwie schnell öffnen? Ja, über den Share-Button des PS5-Controllers. Und da sehen wir schon hier die Checkpoints und alles. Okay. Weil ohne Karte sich in diesen Spielen zu orientieren, ist nahezu unmöglich. Das fand ich bei Sword and Sanctuary so krass. Da gab es nämlich keine richtige große Map, wo man sich mal die Gebiete angucken kann. Da habe ich mir im Netz eine Karte als PDF runtergeladen und die immer nebenbei geöffnet. Okay, so viel Schaden machen die noch nicht. Auch mit einem Schlüssel verschlossen. Da wird es sicherlich einen Schlüssel geben für alle Türen. Wo sind wir überhaupt? Tempel der gestürzten Götter. Das fängt der Kleine sehr heftig an. Okay, offene Tür, Kontrollpunkt, verschlossene Tür. Benutzerdefinierte Pins können wir auch setzen. Ja, das wird uns, das müssen wir uns unbedingt merken, dass wir das auch wirklich nutzen. Ach, Flatsch. Geil. Das gefällt mir, Freunde. Das Spiel gefällt mir schon sehr. Ich hoffe, dass der Ton passt. Wenn er nicht passt, dann passt er in der nächsten Folge. Dann passe ich den an. Ich hätte auch mal eine Testaufnahme machen können, aber habe ich jetzt nicht. Wir machen das jetzt einfach High Life. Okay, da hustet doch was. Okay. Was ist das Schönes hier? Ach. Siehst du, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Hier wird sicherlich eine Fähigkeit geben, womit ich die benutzen kann. Diese Dinger, ein Greifhaken oder irgendwas. Werden wir bestimmt noch finden. So. Ach, jetzt sind wir wieder. Okay. Und wieder zurück. Aber in den Vasen scheint gar nichts zu sein. Was hat das Fragezeichen nochmal bedeutet? Fragezeichen, dem will ich nachgehen. Was bedeutet das Fragezeichen? Weil je eher wir die Symbole auf der Map verstehen können, desto besser. Gibt's hier eigentlich Iframes? Das muss ich mal kurz probieren, ob ich dem Gegner entgegen ausweichen kann. Ja, okay. Also wir sind innerhalb der Ausweichrolle kurzzeitig nicht zu treffen. Das ist sehr gut. Das hilft uns bei Bossen auf jeden Fall sehr. Einzige Ding, was ich jetzt nicht verstehe, ist dieses Fragezeichen. Weil hier ist ja nichts. Hier ist gar nichts. Die Tür ist zu. Hm. Ach, shit. Ach, fuck. Jetzt habe ich wieder den Mist-Trank genommen. Ach so, wechsle ich. Okay. Mit den Schultertasten. Ich muss mal ganz kurz in die Steuerung gucken. Irgendwas habe ich nicht ganz verstanden. Sekundärangriff halten. Gegenstand verwenden. Waffe wechseln. Links, rechts. Okay. Sekundärangriff R2. Haben wir noch keinen. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt übrigens 4 Tage nicht zu Hause.
Ich bin 4 Tage im Urlaub bei der Familie. Zur Weihnachtszeit, da wird es keine neuen Let's Plays geben. Das ist heute die letzte Folge, die noch kommt. Die werde ich heute noch irgendwie schnell fertig machen. Und dann war es das erstmal für die Woche. Aber danach, wenn ich wieder zu Hause bin, geht es wie gewohnt weiter mit neuen Folgen. Ja, hier wollte ich noch runter, genau. Ach, hier waren wir. Ach so, hier kommen wir einfach. Ja, okay. Gut. Mich würde es nicht wundern, wenn wir sogar in der heutigen Folge noch einen Bossfight machen müssen. So ein Tutorial-Boss, der uns erstmal sagt, ey, das ist ja kein leichtes Game. Ja, seht ihr? Schon geht's los. Oh, wie gut der direkt aussieht. Riesenmetzen. Geil. Direkt Bock. Au, okay. Shit, den habe ich verrissen. Das hat wehgetan. Kann ich hier ich kann keinen Angriff mehr machen. Okay, ausweichen geht hier nicht. Die Reichweite ist schon ätzend. Ich glaube, ich sollte eher springen als Ausweichrolle machen. Shit. Okay, der hat nur diesen einen Angriff, ne? Shit! Ich hab's Timing nicht drauf gerade. Ne, da sind wir noch nicht so weit. Und es regnet natürlich noch Stacheln, ganz klar. Und perfekt. Schaff mal, schaff mal. Easy. Gar kein Problem. Okay, vielleicht doch ein Problem. Letzter Trank. Shit. Jetzt einfach Schaden drauf bolzen. Egal, Schaden. Das war knapp. Aber First Try, Tutorial Boss. Besiegt. Infektion beseitigt. Sigma der Gnadenfrist. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Da die Macht der Feinde des Junas-Ministeriums in die Welt zu sickern beginnt, kann diese Macht von denjenigen genutzt werden, die dem Terror des Ministeriums zum Opfer gefallen sind. Dieses Stigma wird für einen bösartigen Gegenangriff eingesetzt, der einen Feind vorübergehend betäubt. Okay. Stigma der Gnadenfrist. R1 und Dreieck. Mit diesem Stigma, um angreifende Feinde zu treffen, ein gut getimter Treffer unterbricht die meisten Angriffe und stellt einen Teil ihrer Gesundheit wieder her, verbraucht pro Einsatz Energie. Okay. Stigma. Wie können wir die ausrüsten? Ah. Okay. Aber das wird auch hier nochmal beschrieben, ne? Aktion. Das kostet Energie und die Energie, lädt die sich alleine wieder auf? Nee, auch nicht. Okay. Also die Steuerung wird, glaube ich, das wird noch lustig. Ja, wenn die Kutsche nicht Bloodborne ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, ich dachte schon, das ist ein Gegner. Also es scheint eine Art Checkpoint zu sein. Aber gut. Ich gehe erstmal zurück. Und save mal ab.
sprinten scheinen wir nicht zu können. Na, es ist eigentlich schnell genug. Ist okay. Einfach nach links, oder? Habe ich mich jetzt vertan? Nee. Einfach nach links. Mal kurz ans Bonfire setzen, wieder Energie regenerieren. Und gucken, ob wir... Wir kriegen keine Heil-Items dazu. Alter Schwede. Okay, was ist das denn? Ach, das sind die Heilfiolen. Alles klar. Okay. Ja, die Steuerung ist nicht ganz... Oh, hier liegt doch mal was. Wie kann ich denn diese Dimoxidkugeln benutzen? Davon haben wir jetzt auch zwei. Waffe wechseln, bewegen, Primär, Sekundärangriff. So richtig schnalle ich nicht, wie ich diese Kugeln benutze, diese zwei, die wir jetzt haben. Schlitz. Weggeschlitzt. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Zum zerbrochenen Pass. Ups. Ich wollte das mal ausprobieren, bitte. Ja, okay. Alter, das mit dem Timing ist natürlich... nicht so einfach. Ich habe mir übrigens auch einen Game 2 Beitrag zu dem Spiel angesehen und die haben diese Stacheln gehasst. Denn überall in der Welt sind die verteilt. Und nerven einen. Oh, okay, das war jetzt schon... Hier komme ich doch niemals rüber. Doch, okay. Ich wollte nochmal blocken. Ach, kann ich nicht mehr. Keine Energie. Batz. Ah, das Schlagaufladen ist auch nice. Das macht Spaß. So, zack. Haben wir wieder zwei Wege übrig. Schlüssel, wie immer. Immer diesen Schlüssel. Ich glaube, das wäre dann sogar das erste Souls-like-Game, wenn wir es durchspielen, was wir auf dem Kanal blind durchspielen. Weil die Dark Souls-Teile, die habe ich ja damals Let's Played, aber schon vorher mal privat durchgespielt. Oh, nice. Das gefällt mir jetzt schon wieder. Lady Helenia. You bring a dangerous affliction before me. Yet I smell fear upon your flesh. You may approach. Who is the woman that speaks before me? An interrogation will not serve you well. Your heart is murky and unworthy of the mercy of the lady of the manor, Helenia. My lady. You speak with respect, only now as I reveal myself to you. But your curse will always burden you. Many others like you have dwelled here in the manor. I feel a familiarity with this place, a pull I cannot explain. Many would implore me to seek freedom, but freedom is not this life's ultimate treasure. Understanding is what I seek. As do I. Then seek it. Return to me with your findings and experiences, cursed one. And through our understanding, you shall be bolstered yet. And pray, would you do me a kindness in turn? What would you ask of me? I have callings elsewhere, yet I remain,
I yearn for this place. For those here with me. If you discover a teacup, most blessed on your travels, deliver it to me. For a lady cannot remain in one place for so long. There are whispers throughout the manor. Whispers that reveal secrets. Da ist unsere gute Dame, die uns Leveln ermöglicht. Wir können sogar schon gut leveln. Physischer Schaden hoch, Freunde, oder? Physischer Schaden hoch. Ich denke mal, wir werden das ganze Spiel nichts anderes skillen als Vitalität und Stärke. So wie wir es gewöhnt sind. Zack. Und schon machen wir um einiges mehr Damage. Jetzt hätte ich natürlich mal gucken können. Es gibt gar nicht so viele Werte, ne? Wie ich jetzt dachte. Es gibt noch Blut, Frost und Dunkelheit und elektrisch. Aber es gibt jetzt nichts wie irgendwie Gewicht und den ganzen Kram. Es gibt auch keine Rüstung. Es gibt keine Rüstung, es gibt nur eine Waffe. Okay, das macht es natürlich um einiges einfacher. Zur Verwendung von Feuerwaffen. Okay, da haben wir noch keine. Ah, alles klar. Okay, dann müssen wir eine Feuerwaffe ausrüsten. A strange manor. A place of ancient splendor. Okay. Dann würde ich sagen, dann schauen wir uns das Herrenhaus doch einfach mal an. Aber dass es keine Estus-Flakons gibt, finde ich heftig. Das wird mich noch richtig abfacken. Okay, what the fuck? Geht jetzt ab. Okay, Oxneville Herrenhaus. Ich weiß, dass da jemand stand. Gucke ich mir gleich an. Ich hoffe, die überschütten uns mit Heil-Items, sonst wird das Spiel ein richtig schweres Ding. Ging's raus. What is this place? Der sieht ja gut aus. Wanderer. Around these parts. You truly have hardy blood coursing through your veins. Blood that I regretfully do not possess. I am Mark, and this here liquor is my courage. This liquid keeps my heart beating. The only way to heat up my sunless world. This curse has shackled me to shadow. Away from my beloved Mithringal. Klingt ein bisschen vampirmäßig. Mithringal. I recall my days in Mithringal with fondness, dear wanderer. Yet it is a city that now exists merely in my dreams. The contamination smote what I held most dear. The cloud still holds the city hostage. Hence why I remain here. With no hope of forgetting. Despair and distrust has overwhelmed the people. Just like our ancestors. We squabble and doubt each other's loyalty. We've not learned from their mistake. I know of a man. He sought to rid us of such chaos. It is seldom that one steps forward to do what is right. They call him Herman. Tell me how to find him. I cannot. The path is clouded. My eyes fail me. Here. I bestow this weapon upon you. Nachtfluchpistole. Okay, unsere erste Schusswaffe. It will help protect your body. Your heart, I fear, may not be so fortunate. Take this key. I hope you. Mark Schlüssel. Ein Besitz, von dem man sagt, dass er von geheimnisvollen Seelen genutzt wird. Der Träger dieses Schlüssels soll den Ort betreten, von dem das himmlische Geflüster kommt, und das Tor zwischen knorrigen, uralten Pflanzen. Man spricht von einer seltsamen Präsenz, die einen verfolgt und verwirrt. Die vier Wände, in denen sie nachdenkt, sind eine Zuflucht. Okay. Da haben wir unsere erste Schusswaffe bekommen. Ist natürlich auch munitionstechnisch sehr beschränkt. Deswegen sollten wir das erstmal
bleiben lassen mit dem Schießen. Okay, jetzt haben wir schon wieder ein paar Heilinjektionen gefunden. Und dann Sarg, okay. Barsows Stromtod. Als Waffe des letzten Auswegs wurde sie von ätherischen Orden erforscht und eingesetzt, um Ungläubige mit ständigen und anhaltenden Schmerzen zu quälen. Später wurde sie von Nikolai Barsow in eine neue, mächtigere Kraft umgewandelt und erweist sich weiterhin als effektive Waffe. Okay, ist das eine Magie? Nee, das ist eine Schusswaffe. Elektrisch Arkan. Fokuskosten 4. Braucht skaliert mit Geist und Instinkt. Okay. Aber unsere Axt, die skaliert hoffentlich mit Stärke, ne? Okay, die können wir ausrüsten. Ach, damit wechseln wir die Waffe, alles klar. Okay. Ja, Freunde, wir müssen erstmal reinfinden in das Game. Das wird hier, gerade wenn wir lange Pausen zwischendurch machen, wird das wieder eine richtige Nummer, wieder in das Game reinzufinden. Aha, öffnet irgendein Tor, alles klar. Okay. Brief eines Haushaltsmitglieds. Als die Zerstörung um uns herum begann, machten wir uns auf den Weg zu den vermeintlichen Gängen, die uns in Sicherheit bringen sollten. Doch ein gegeißelter Schatten versperrte uns den Weg und sicherte uns allen ein schreckliches Schicksal. Aha, okay. Hier geht's nochmal raus, aber ich glaube, wir sollten uns vorher noch das Herrenhaus in Ruhe komplett angucken. Wenn wir überhaupt weiterkommen, weiß ich gar nicht, ob wir jetzt hier irgendwie hoch können. Es scheint, als wären diese Treppen, die da hochführen, nur Deko. Wir brauchen unbedingt dieses Item, um da hochzukommen. Eigentlich völliger Blödsinn. Man sieht die Treppe, aber kann sie nicht benutzen. Das finde ich schon ein bisschen blöd. Da hätte man die Treppen doch weglassen müssen. Weil das finde ich dann ein bisschen blödsinnig, dass wir jetzt hier nicht ins zweite Obergeschoss können, also nicht ins Obergeschoss können, weil wir die Treppe nicht benutzen können, sondern wir diesen Kletterhaken oder irgendwas brauchen. Naja, gut. Halb so schlimm. Verdammte Ruinen. Oh, ein Schieberätsel. Okay, ich kann das wohl noch nicht schieben. So wie es aussieht. Nee, geht noch nicht. Aber da wissen wir schon mal, wo man... Falls wir eine besondere Kraft bekommen sollten, wo wir die einsetzen können. Nee, das sollte ich mir, glaube ich, mal markieren, oder? Ebenen? Kann ich die Maps wechseln? Geht das gar nicht? Kann ich immer nur die aktuelle Karte öffnen? Das wäre unglaublich scheiße. Ich muss jetzt hier durchgehen, um die andere Karte zu sehen, oder was? Das ist ja doof. Hm, okay. So, müssen wir jetzt schon zurück, um den Schlüssel irgendwo einzusetzen? Weil hier geht es ja nicht weiter. Sieht so aus, ne? Sieht fast so aus, als müssten wir jetzt schon zurück. Ah, das fände ich irgendwie komisch. Aber wir können es ja mal probieren. Es kann auch sein, dass es einfach zu dem Tor passt, was hier... direkt neben dem Herrenhaus ist. Hier zum Turm. Ja. Oh, wen haben wir denn da?
Wie einen angenehmen Zeitgenossen. My lady, why do you push such a heavy burden? This carriage is no burden. Not compared to that which weighs upon my mind. The presence of children, those forgotten. They are supreme and need protection. Only this carriage can provide such sanctuary. They are scattered throughout this world. And there are many away from this land of toil, where they will forever be safe. Okay, bei der Frau kann ich sicherlich irgendein geiles Item abgeben. Und krieg dann irgendwas Cooles. Die Frau in Tinte. Ich mag diese... Ich mag's einfach. Ihr wisst, was ich gerade meinte? Ich mag schon, wie sie mit diesem Kleid da sitzt und dem Regenschirm. Die Frau in Tinte finde ich stilmäßig auch geil. Ich finde den Wald geil. Bis jetzt finde ich eigentlich stilmäßig alles an diesem Spiel genial. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr bisher von dem Game haltet. Ob das was für euch wäre. Übrigens ist es immer ohne Gewehr mittlerweile, ob ich die Spiele wirklich durchzocke, die wir hier als Let's Play machen. Weil, ihr habt es gemerkt, bei Steel Rising hatte ich einfach keine Lust mehr. Das hat mich nicht so gecatcht. Amnesia the Bunker war mir irgendwie unischt. Dafür haben wir als letztes Jahr Signalis, wurde ich mal komplett durchgeballert. Immer noch nie tot. Hält mir so viel aus. So, hier geht's weiter, das ist schon mal gut. Oh Gott, Fernkampf. Jetzt können wir eigentlich mal unsere Schusswaffe ausprobieren. Batz! Oh, hier werden noch richtig harte, schlimme Bosse kommen. An der Leiter kann ich natürlich nicht schlagen. Nein! Das ist ein schönes Spiel. Gefällt mir zum Beispiel jetzt auch schon besser als Death's Gambit. Das haben wir ja auch eine Weile gezockt. Oder Ender Lilies. Auch alles gute Spiele, aber das hier gefällt mir einfach von diesem kruden Stil viel besser. Nachtklinge. Im Griff verkeilt sind Fragmente von gesegnetem Stoff aus Relikten der alten Götter. Okay. Guck ich mir mal an. Wird wahrscheinlich... Guck mal, die Waffe skaliert D auf Stärke und die mit Geschicklichkeit. Na, wir haben uns für einen Stärke-Char jetzt entschieden. Jetzt ziehen wir auch wieder Stärke durch. Ich versuche jedes Souls-like immer. Schon seit Demon's Souls. Ich habe jedes Souls-like mit einem Stärke-Char immer das erste Mal durchgezockt. Sogar Elden Ring. Aber da habe ich am Ende umgeskillt auf Magie ein bisschen, weil ich die letzten Bosse nicht geschafft habe. Da musste ich ein bisschen Magie mit reinballern. Oh nee, euch gibt's hier auch? Ihr dreckigen Hunde? Ey, die Hunde in Dark Souls 1, ne? Ihr wisst, ich hab's so gehasst. Wir sollten jetzt auf jeden Fall nicht sterben, merke ich gerade, weil wir 2000 verdammte Seelen mit uns rumschleppen. Ach! Okay, aber Heilung kriegen wir gerade sehr gut. Das Spiel ist, was Heilinjektionen angeht, sehr spendabel gerade. So, ich hoffe gerade so ein bisschen. Da unten ist, glaube ich, schon wieder ein Kontrollpunkt. Ja, da ist ein Kontrollpunkt. Sehr schön. Da können wir direkt mal leveln und saven. Ich mag auch die Sounds. So die Geräusche, wie man auf dem... Das ist schon wichtig, finde ich. Es ist wichtig in einem Game, wie die Schrittgeräusche klingen. Weil die hört man das gesamte verdammte Spiel, wenn die richtig geil sind. Ich mag die in dem Game irgendwie. Die klingen richtig schön crispy. Gut. Freunde, ich würde sagen, dass das mal die erste Folge war
von, bin ich gerade dumm? The Last Faith. Von The Last Faith. Erste Folge, ich bin positiv beeindruckt. Muss ich ehrlich sagen, ich hab Bock. Mal sehen, ob ich noch Bock habe, wenn wir den ersten Boss 40 Mal machen. Dann habe ich wahrscheinlich keinen Bock mehr. Das kennen wir ja mittlerweile. Aber ich glaube, das Schlimmste, was ihr je mit mir mitgemacht habt, ganz früher war Dark Souls 1, Ornstein und Smaug, 50 Versuche oder so im Let's Play durchgezogen. Ja, aber ich glaube, da habe ich ein bisschen geschnitten. Ich glaube, da habe ich dann mal ein paar Tries rausgecuttet, weil es einfach zu viel wurde. Freunde, wir sehen uns wieder in der zweiten Folge von The Last Faith. Ich bin angetan. Wir werden es auf jeden Fall erstmal weiterspielen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie ihr es findet, ob ihr Bock habt, da mehr Folgen von zu sehen. Wir sehen uns erstmal wieder in Folge 2 mit The Last Faith. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar Folgen davon durchziehen und dann schauen wir mal, wie es uns gefällt. Ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.